take a trip to my. Du willst einfach mal krasse Packs ziehen oder dir ein geiles Team bauen? Dann check jetzt in der Beschreibung unseren Sponsor Archivolt ab und mit dem Code Archie bekommst du auch noch 6% Rabatt. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Top-Partien stehen an, genauso wie jeden Dienstag auf unserem Kanal. Also wenn ihr neu seid, lasst doch gern ein Abo da. Vor allen Dingen, wenn ihr an SPCs interessiert seid. Top-Partien, wie gesagt, jeden Dienstag auf dem Kanal. Jetzt gab es die Promo zum Lunar-No hier. Da gab es auch so gut wie jede SPC auf unserem Kanal. Ja, und wenn ihr neu seid, wie gesagt, einfach ein Abo dalassen. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wenn es euch gefällt, dass ich jetzt wieder Top-Partien hochlade, einfach einen Daumen hoch dalassen. 100 Likes gebe ich wieder als Ziel raus. Also wenn ihr seht, 100 Likes sind noch nicht geschafft, dann einfach einen Daumen hoch dalassen. Und dann weiß ich Bescheid. Damit könnt ihr uns mega unterstützen. Und ja, ist schnell gemacht. Insofern lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommentieren nicht vergessen, was ihr auch in den Packs zieht. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und in dem Sinne gehen wir rein in die dieswöchigen Top-Partien. 6 Tage vorbei und logischerweise wieder. Und wir bekommen ein Elektrum-Set. Ein seltenes Elektrum. Was ist es denn für ein Set? Gehen wir kurz durch. Elektrum-Spieler-Set. Also das bekommen wir als Gruppenbelohnung. Und dann gehen wir rein in die Top-Partien. Wir schauen uns das Ganze an. Glasgow Rangers gegen Hart, irgendwas mit Lorraine, Hart heißen die. Liverpool gegen West Ham, Besiktas gegen Fenerbahce und Sevilla gegen Atletico. Also diese 4 Partien sind diese Woche am Start. Und wir fangen direkt oben links einfach mal an mit dem schottischen Duell und schauen uns das Ganze an. Wir bekommen nur ein Goldset, ein 5K-Set. Ja, also nicht zu viele Coins ausgeben. 5K-Set bekommen wir auch nur zurück. Rangers oder Hort-Spieler, mindestens 2 Spieler davon. Nationalitäten mindestens 3. Da haben wir jetzt 4 Nationalitäten, ist aber überhaupt kein Problem. Teamgesamtwertung 69 haben wir exakt hier erreicht. Teamchemie mindestens 80, haben wir 100 erreicht. Also wie gesagt, das ist auch nochmal Spielraum, vor allen Dingen bei dem Chemie-Dings. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht so schwer, hier die Chemie zu bekommen. Anzahl der Spieler im Team sind 11 und vor allen Dingen wegen der Formation gar nicht so schwer, hier Chemie rauszuholen. Wir fangen direkt mal an. Wir haben hier 2 Hart-Spieler. Die werden natürlich wahrscheinlich die teuersten sein. Randall als Rechtsverteidiger geht jetzt momentan direkt kurz nach 19 Uhr für 4K raus. Wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich einen davon drin haben, einen Hotspieler. Und dann haben wir, also in eurem Verein, und dann haben wir hier einen, der für ungefähr 3K weggeht, vielleicht für 2K, je nachdem. Also ich habe massig jetzt Hearts und Rangers Spieler im Team gehabt, habe einige jetzt verkauft. Und wie gesagt, die 2 benutze ich gerne, ich habe sie nicht kaufen müssen. Der Rest wird aber relativ billig sein, also wenn ihr 2 von den Spielern habt, dann wird sowieso billig für euch. Und ich möchte euch ja heute eine billige und einfache Lösung zeigen. Kalpin als Erstbesitzer, wir haben Randall und wie gesagt Novak. Die beiden, die werden die teuersten sein. Der Rest wird alles Abschluss. Also 200 Münzen mehr wird das nicht kosten. Kivjin, wir haben Moita. Und dann geht es hier hoch mit Blaschikowski, Dahoud, Wagner, Renneke, Origi und Öztürk. Ja, und meine Überlegung war hier einfach, Bundesliga-Goldspieler zu benutzen, um das Rating zu pushen, um halt im Rest des Teams einfach Bronzespieler nutzen zu können, weil die gehen so gut wie für Abstoß. Und wir gucken hier direkt mal nach. Ist das hier jetzt vielleicht einer? Ja, ihr seht, 200 Münzen, den gibt es gar nicht mehr so oft auf dem Markt. Da werden jetzt ein paar die gleiche Idee haben wie ich, ne? Und ihr seht, es ist auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, wir können jetzt hier andere Spieler reinsetzen. Ne, es gibt so viele in der dritten Liga. Es müssen nicht exakt hier die gleichen Spieler sein. Ihr müsst einfach das Prinzip verfolgen. Ich bin hier in die polnische Liga gegangen, weil ich die polnische Nation vom Innenverteidiger aufgegriffen habe. Und um dann da rauszukommen, habe ich mir einfach die Bundesliga ausgesucht und dann die dritte Liga. Wie ihr es dann macht, ist mir im Prinzip egal. Ich weiß auch nicht, was ihr im Verein habt. Insofern einfach benutzt eure Erstbesitzer. Ihr werdet das schon irgendwie hinbekommen. 69er Teamrating ist auf jeden Fall machbar. Und ja, ich empfehle euch natürlich nicht exakt immer das gleiche Team, was ihr hier seht, nachzubauen. Denn es gibt aber Millionen Möglichkeiten. Und dann kommen wir hier zu Liverpool gegen West Ham. Liverpool mindestens 1 Spieler, West Ham United mindestens 1 Spieler, Premier League mindestens 4 Spieler, selten mindestens 3 Spieler und Teamchemie mindestens 90. Da haben wir eine 99 ganz locker erreicht. Also überhaupt gar kein Problem. Anzahl der Spieler im Team sind hier 11. Ja, und dann fangen wir direkt mal an mit dem Liverpool-Spieler. Brannigan ist für mich untauschbar. Ihr könnt jeglichen anderen. Ihr könnt Milner nehmen, ihr könnt Ings nehmen, irgendeinen. Ihr könnt auch George nehmen, denn wir haben hier gar kein Team-Rating, keine Bewertung. Also wir könnten jetzt hier auch einen George einfach reinballern und es wäre überhaupt kein Problem.
Nur man muss dann halt selten mindestens 3 erfüllen und die Teamchemie von 90 erreichen und halt 4 Premier League-Spieler mindestens nehmen. Da empfehle ich euch auch einfach, Premier League-Spieler nur mindestens 4 zu nehmen. Den Rest wieder einfach Bronzespieler nehmen. Ich bin jetzt hier in die 4. englische Liga, ist das glaube ich gegangen. Ihr könnt auch komplett in die Schweizer Liga gehen und gucken, dass er so vielleicht 90 Chemie rausholt. Das ist wie gesagt euch überlassen. Hier werden die teuersten Spieler die seltenen Spieler sein. Der hier ist jetzt aber nicht so teuer. Der Stürmer, den gucken wir auch mal nach. Kein Engländer, der wird auch nicht viel teuer sein. Aber der hier vielleicht. Ja, das linke Mittelfeld. Ja gut, ein Tausender ist auch noch okay. Wie gesagt, wir könnten da jetzt auch einen ganz anderen hinstellen. Den Innenverteidiger. Mal gucken, wie viel der Innenverteidiger kostet. Vielleicht der billiger. Ja, 750. Ja, nee. Ich nehme jetzt einfach das linke Mittelfeld hier rein. Ist mir jetzt auch egal. Wie gesagt, ihr müsst nicht die gleichen Spieler nehmen. Einfach das Prinzip verfolgen. Wir haben hier Kenny ebenfalls. Nee, der war tauschbar für mich. Collins, der war untauschbar für mich. Schon mal super auch. Einfach, weil ihr, ja, braucht ihr einfach keinen West Ham, anderen West Ham Spieler benutzen. Dann hier einfach die Viertligaspieler. Dann Weddington. Tauschbar für mich. Brannigan eben schon erwähnt. Lovery, Key, Turner und Ginelli. Und hier möchte ich euch noch eins zeigen. Der hat das rechte Mittelfeld hier zum Beispiel. Ja, der ist sehr, sehr teuer. Ah, hier ist jetzt einer für 1-1 drauf gekommen. Aber schaut auf jeden Fall, dass ihr keinen linken Flügel und keinen rechten Flügel benutzt. Ich denke mal, die werden auch auf jeden Fall vom Preis richtig hochgehen. Von der dritten oder vierten Liga von England. Also schaut auch euren Verein durch. Dann werdet ihr einige Coins machen können. Und in dem Sinne schicken wir das Ganze ab. Ein seltenes Goldset bekommen wir dafür. Nicht schlecht. Geht aber auch besser. Sevilla gegen Atletico. Da schauen wir jetzt rein. Wir haben hier 2 Spieler mindestens von Sevilla, die wir benutzen können. Müssen. Mindestens 2. Atletico Madrid mindestens 2 Spieler. Spieler aus derselben Liga maximal 6. Ja, also da müsste man auch drauf achten. Gold genau 5 Spieler. Teamchemie mindestens 95, da haben wir eine 99er Teamchemie erreicht. Anzahl Spieler im Team sind 11. Und hier ist es auch eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ihr seht, für mich reicht es hier sogar aus, einen linken Verteidiger im linken Mittelfeld spielen zu können. Ich hatte kein linkes Mittelfeld aus der BBVA. Ich hatte aber dafür tatsächlich 2 Sevilla-Spieler in Sandro und hier einmal in Ganso. Und dann gehen wir hier noch komplett runter. Hernandez, der Atletico-Spieler, genauso wie Moya. Mal, jetzt kommt schon. Da haben wir ihn, Moya, Erstbesitzer. Ja, und dann muss man halt noch darauf achten, dass es genau 5 Goldspieler auch sind. Das heißt, wir müssen einen Bronze- oder Silberspieler reinstellen. Ich habe glücklicherweise einen untauschbaren Rika gehabt. Wie gesagt, da kann jeder rein, wie ihr wollt. Wir haben hier auch wieder kein Rating, was erfüllt werden muss. Es muss nur die Teamchemie erreicht werden. Und insofern kann man dann auch hier super mit Bronzespielern wieder gehen. Also das ist einfach perfekt, wir haben kein Rating und ich bin jetzt hier im Beispiel mit der Schweizer Nation gegangen und der Schweizer Liga. So kommen die hier wunderbar alle auf 10 Chemie, ihr seht das, und ich komme auf die 99 Teamchemie. Das ist also ideal und jetzt gehe ich noch mit euch die kompletten Spieler durch. Moya, Glana, Alessandrini, Hernandez, Rika, Voka, Haile Selassie, Milosavljevic, irgendwas, Ganso, Torres und Sandro eben schon erwähnt. Also wie gesagt, ihr könnt einfach eine Bronze-Truppe hier rechts hinballern. Kann aus Österreich sein, die Bronze-Spieler. Ist mir komplett egal. Ihr könnt die dritte Bundesliga nehmen. Ich würde nur davon abraten, die BBVA zu nehmen und die zweite spanische Liga zu nehmen. Weil da werden einige drauf kommen und vor allen Dingen auch ja, einige dahin gehen. Und deshalb werden die wahrscheinlich vom Preis hochgehen. Deshalb geht einfach auf so eine richtig komische Liga, wie jetzt zum Beispiel die Schweizer Liga. Denn die kosten alle 200 Münzen. Ihr seht 200, 200, 200. Da ist einer für. Da sind 4 jetzt für 200 drauf. Die bekommt ihr alle für 200. Oder ihr habt sie eh schon im Verein. Das ist im Idealfall genauso wie ich dann mit Erstbesitzern. Und man bekommt ein Premium gemischtes Spielerset dafür. Ganz einfache Geschichte. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und dann bekommen wir noch ein Goldspielerset. Für die Beşiktaş Fenerbahçe SBC. Und dann schauen wir uns wieder die Voraussetzungen an. Beşiktaş mindestens 1 Spieler, Fenerbahçe mindestens 1 Spieler. Super League mindestens 6. Ihr seht, ich habe da jetzt 10 benutzt. Teamgesamtbewertung 78 haben wir exakt erreicht. Teamchemie 95 haben wir eine 100er Chemie erreicht. Also da ist auch wieder ein bisschen Spielraum. Ihr müsst nur 95er Teamchemie erreichen. Anzahl Spieler im Team sind 11.
Ja, und ihr seht, ich hatte nur noch einen bronzenen Linksverteidiger aus der Super League. Da habe ich einfach jetzt einen untauschbaren Linksverteidiger hingestellt. Ich konnte da jeden Linksverteidiger hinstellen, den ich möchte. Muss sogar noch nicht mal ein Linksverteidiger sein, weil man braucht ja nur 95er Teamchemie. Kann auch ein Innenverteidiger sein. Mir egal, was ihr dann da reinstellt. Aber ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, geht einfach mit mindestens 10 Super League-Spielern. Ihr dürft die auf jeden Fall im Verein haben. Kameni. Wir haben Pereira, wir haben Durisha, wir haben Sheju, wir haben Davies, eben erwähnt Hutchinson dann, Agu, Potuk, Saivet, Ekichi und Yilmaz. Also überhaupt nicht schwierig. Und die einzigen Spieler, die teuer sind, wird wahrscheinlich hier ein Kameni sein. Der ist für mich, wie gesagt, untauschbar. Richtig nice also. Und so ein Hutchinson, weil die halt von der jeweiligen... Aber ihr seht, den kriegt ihr auch für Abstoß. Also warum nicht? Das ist auf jeden Fall billig. Sehr empfehlenswert, so die SPC zu machen. Und dann würde ich sagen, schicken wir das Ganze auch noch ab, bekommen das Goldspieler-Set. Hier unten habe ich noch mehrere, die ich jetzt verkaufen kann, mache ich aber später. Wie gesagt, Top-Partien immer, der Tag auch für euch, um die Spieler zu verkaufen, um richtig Coins zu machen. Und dann bekommen wir die Gruppenbelohnung am Ende, Top-Partien abgeschlossen, richtig nice. Seltenes Elektrum-Spieler-Set. Und dann gucken wir mal, was wir drin haben. Wir gehen hier raus und gehen in den Shop rein. Ja, auf dem Transfermarkt habe ich schon einige angeboten, wahrscheinlich ein bisschen zu überteuert, die muss ich gleich nochmal neu anbieten. Aber wir schauen das Ganze einfach mal hier an. Goldset fangen wir mit an, wird wahrscheinlich nicht viel drin sein, man muss schon sehr viel Glück haben, um im 5K-Set eine Wand zu ziehen. Und wir bekommen noch nicht mal einen seltenen Spieler. Alles klar, yay. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Form nicht schlecht und ja, sonst nichts Erwähnenswertes, das stoße ich gerne mal ab. 116 Coins nehmen wir da mit. Das packen wir in den Verein. Und dann geht es weiter mit einem seltenen Goldset. Mal gucken. Team-Fitness-Karten. Wie viele werden drin sein? Mal schauen. Wird ein Wandspieler drin sein? Nein, es wird kein Wandspieler drin sein. Drei seltene diesmal an Spielern. Nicht schlecht, Allen. 80er Allen kann man bestimmt mal für eine SPC benutzen. Aber ich will ja natürlich Coins machen. Ich will Coins machen. Mamana, nur eine Team-Fitness-Karte. Das hier, warum Trikot, Wappen und Wappen? Das will doch niemand. Und dann nochmal ein Trikot. Also 4 von den 12 Sachen einfach Verbrauchsobjekte. Elia, der kommt auf die Transferliste. Wir haben noch 5 Plätze frei, dürfte aber reichen. Und dann bekommen wir jetzt hier das Goldspieler-Set. 12 Spieler, mindestens 10 Gold, ein seltener. Bin ich mal gespannt. Was kann man aus so einem Pack erwarten? Also schreibt mir auf jeden Fall, wann ihr einen Wandspieler gezogen habt und was ihr gezogen habt. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Klavan, Vargas, ja gut, hier auch keine, doch vielleicht der französische Spieler hier. 2000 Münzen würde man vielleicht für ihn bekommen. Vardy nicht schlecht und ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, das ist gut. Den packen wir auch noch auf die Transferliste. Guck mal kurz, ob da schon was abgelaufen ist. Oder ob wir noch was discarden können. In 18 Minuten läuft das Ganze ab. Wir gehen kurz mal ans Ende. Und dann würde ich sagen, hier so einen, den stoßen wir mal ab. Was haben wir hier noch, was man discarden kann? Ja, wir ziehen jetzt einfach die Packs. Und dann würde ich sagen, je nachdem, machen wir uns halt Platz. Seltenes Elektro-Spieler-Set machen wir auf, alle selten. Mal gucken, was wir drin haben. Packluck, ja oder nein? Da ist der Schlitz. Endlich, endlich der Schlitz. Und wir bekommen 83 Plus Spieler und es wird Perrin. Nicht schlecht, geht aber auch besser. Aber 83er, immerhin Wandspieler. Nicht schlecht, der wird wahrscheinlich auch noch in Form kommen morgen. Lichtsteiner, 82er und 83er, kann ich mich nicht beschweren. Das Ding. Und dann außerdem, oh, Saudi-Arabien. Schöne Ligen-SBC. Leicht interessant. Oh, der ist gar nicht so teuer. Den checke ich auf jeden Fall auch mal ab. Und dann Albonos noch von 96. Auch vielleicht für die Bundesliga. Oh ja. Der geht auf jeden Fall weg für 5K. Das ist nice. Packen wir in den Verein. Und dann würde ich sagen, schauen wir die noch kurz nach. Wir haben nämlich nur noch einen Platz auf der Transferliste. 6,50 können wir abstoßen. Wir stoßen das alles ab. Braucht kein Mensch. Und dann Premium gemischtes Spielerset. Drei seltene dort drin. Bronze mit auch drin. Eine Wand, ja oder nein? Nee, es wird keine Wand.
ein 83 Plus Spieler und sonst nichts. Wir bekommen Gale. 75er Gale, alles klar. Er gönnt uns auf jeden Fall heute wieder richtig. Mesa, Bossier, sehr, ja, League. Ah, oh, immerhin, können wir kurz mal abchecken. Na, oh, kann man auch mal gut 2000 auf jeden Fall mitnehmen. Hier, League A, League A. Werde ich gleich alles wunderbar verkaufen können. Und dann packen wir, würde ich sagen, Güniel. Der geht bestimmt weg wegen der SBC auf die Transferliste. Und dann haben wir jetzt das noch abgestoßen. Wie gesagt, Transfermarkt, wir gehen, ich zeige euch das nochmal kurz. Ranger-Spieler und vor allen Dingen die Hurt-Spieler, die werden wahrscheinlich für echt viel Coins weggehen. Ich habe die jetzt etwas überteuert angeboten. 4-4, 3-4. Wahrscheinlich wird ein Lazy Buyer die auf jeden Fall kaufen. Aber wie gesagt, denkt dran, eure Spieler zu verkaufen. Schreibt mir gerne auch, wie viel Profit ihr gemacht habt. Und dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Euer Flo von Archie Gaming. Bis zum nächsten Top-Partien-Video oder je nachdem, wann ihr die nächste SPC raushaut. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming und haut rein.